Ihre Geschichten erzählen Erfahrungen der Hoffnung, der Verfolgung und des Überlebens. Es sind Zeugnisse einiger Juden, die unter der Nazi-Verfolgung während des Zweiten Weltkriegs gelitten haben. Durch die Hilfe der internationalen Raoul-Wallenberg-Stiftung können Sie heute aus der Sichtweise von Zeitzeugen darüber sprechen, wie Sie Ihre Familie verloren haben und über Ihre Erfahrungen in Konzentrations- und Vernichtungslagern berichten, in denen Sie während des Zweiten Weltkriegs gefangen waren. An einem Tag in meinem 40. Lebensjahr brachen sie mich von meiner Arbeit in einer Universität zu einem Ort, an dem auch schon andere Frauen waren. Ich konnte noch nicht einmal meinem Vater Lebewohl sagen. Die schlimmste Zeit in Auschwitz waren die letzten Tage, bevor wir von der Sowjetarmee befreit wurden, da wir nicht wussten, ob die Nazis uns umbringen würden, denn das schien ihre Intention zu sein, alles zu zerstören, und wir waren ja schließlich noch drinnen. Die härteste Zeit während den 5 Jahren deutscher Besatzung war das Jahr 1942, als meine Mutter und ich festgenommen wurden, um deportiert zu werden. Wir hatten das Glück, von einem Gesetz beschützt zu werden. Mein Vater und ich waren die einzigen, die von den nahen Familienmitgliedern übrig blieben. Da ich Deutsch sprach, habe ich für Jahre in Himmlers Repräsentantenbüro gearbeitet. Ich war für die jüdischen Fragen verantwortlich. Die internationale Raoul-Wallenberg-Stiftung bietet eine Fülle von Bildungsprogrammen, Programmen zur Bewahrung der Geschichte, Preisverleihungen, Kampagnen zur Bildung des öffentlichen Bewusstseins, Kunstveranstaltungen und Events, die Zivilrechte verteidigen und die Werte der menschlichen Würde, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit hervorheben. Im Moment befinden sich die Zentren der Stiftung in New York, Jerusalem und Buenos Aires in Argentinien.